Hey Leute, was geht ab? Ich bin Elias und ihr seht hier der Lanz-TV natürlich mal wieder. Und unser SK Sturm hat am Donnerstag eine Pressekonferenz abgehalten, eine ganz interessante. Da wurde ein bisschen auf den neuen Weg des SK Sturms eingegangen. Also Präsident Jauch war da mit dabei und der Geschäftsführer Sport Andrea Schicker, der ja von Kreisel, wie wir wissen, den Posten geerbt hat. Und ja, unter anderem war auch der Kapfenberg-Präsident Fuchs mit dabei. Da gab's ja wurde eine Kooperation ausgemacht. Diese finde ich übrigens gleich mal das vorweg gar nicht mal so schlecht. Aus Sturmsicht, Kapfenberg hat eigentlich nicht wirklich was davon, kann uns natürlich wurscht sein. Für Sturm, glaube ich, ist diese Kooperation ein relativ wichtiger Schritt, eben in Bezug darauf, dass unsere Amateure trotz Tabellenführung ja nicht aufsteigen durften in dieser Saison. Und deswegen hat man eine gute Möglichkeit, eben ja Spieler zwischenzuparken mit den Kooperationen. Das heißt, man kann die Kicker jederzeit wieder zurückholen, was ja doch sehr viel Flexibilität auch zulässt und was, glaube ich, ganz praktisch für unsere Blackies ist. Aber dazu kommen wir vielleicht ein bisschen später nochmal. Gehen wir mal ja zur Pressekonferenz selber. Also die Kurzfassung war ja eigentlich, kein Stein bleibt auf dem anderen, alles wird überprüft und man möchte jetzt wirklich konkret eben schauen, ja, dass die Jugendspieler jetzt vermehrt Einsatzzeit bekommen. Also bei Andrea Schicker hatte ich persönlich das Gefühl, dass ein ehrlicher Ansatz schon dabei ist, also dass man sich zumindest Gedanken gemacht hat und mit der Kritik auseinandergesetzt hat, war ja in den letzten Jahren nicht immer so. Ob den Worten Taten folgen, steht auf einem anderen Blatt. Bin ich natürlich wieder voller Hoffnung und hoffe natürlich auch, dass auch die Verantwortlichen das jetzt endlich begreifen, dass es einfach so eben nicht weitergeht. Also zumindest, man könnte vermuten, dass sie es begriffen haben, denn das Thema ist ja eigentlich schon ein bisschen älter, also nicht nur ja, seit dieser Saison in Wirklichkeit, dass es eben auf lange Sicht jetzt in den letzten Jahren nicht viel gebracht hat, wenn du jedes Jahr in den Europacup irgendwie dich reinnudelst und dann sowieso chancenlos in den ersten Quali-Runden bist, da hat kein Fan Freude damit, das ist für den Verein keine gute Werbung und von dem her, ja, deswegen ist es auch, glaube ich, für die Fans nachvollziehbar, dass man sagt, okay, Europa ist jetzt erstmal kein Thema, man wollte das quasi in einem 3-Jahres-Plan da aufarbeiten, also dass man eben sagt, klar, 3 Jahre ist jetzt schon Zeit für diesen Umbruch, dass jetzt im nächsten Jahr sportlich die Trauben nicht so hoch hängen werden, ist jetzt auch keine Überraschung, viel schlechter wie der 6. Platz, meine Prognose wird es, glaube ich, trotzdem nicht werden und auch wenn, wichtig ist mal, okay, mit dem Abstieg nichts zu tun haben, jetzt mal blöd gesagt. Und dann sieht man natürlich, also es wäre natürlich wichtig, etwas Nachhaltiges aufzubauen, also dass vermehrt junge Spieler zum Zug kommen, okay, das hat man ja im Ansatz jetzt schon gesehen, zumindest ja, hat man schon den einen oder anderen seine Einsatzchance gegeben, auch wenn sportlich die Partien ja schon fast wertlos waren, aber eben, ja, der ein oder andere Junge hat jetzt vermehrt Einsatzzeit bekommen. Hummer und Geierhofer sind mehr oder weniger eigentlich schon zu Stammspielern geworden in den letzten Partien. Und da müssen wir natürlich gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Da wird sich kadermäßig noch viel tun. 5 Abgänge sind ja da schon fix. Unter anderem Donkor und Dominguez. Mit dem einen oder anderen wird verhandelt. Ganz lustig finde ich, dass man mit Leitgeb auch verhandelt hat. Der hat jetzt gar nicht so schlecht gespielt die letzten Partien, aber es geht ums Prinzip. Also bei Ü30-Kickern muss man schon zweimal hinsehen und ganz ehrlich, das wäre, Entschuldigung, nicht böse gemeint, wäre sinnlos. Also da ist schon klar, man ist begeistert, so von, natürlich brauchst du Führungsspieler, aber ein Leitgeb hilft dir keine ganze Saison mehr. Dann haben wir das gleiche Problem wie heuer. Braucht nur ein bisschen Verletzungspech noch haben, das kann dann wieder dauern, bis er fit ist, dann ist die Saison schon wieder vorbei. Vergesst das bitte und wirklich konkret, es geht ja nicht darum, dass man mit lauter 19-20-Jährigen auf dem Platz steht. Das erwartet überhaupt keiner, wird auch aufgrund der Vertragssituation bei einigen Spielern nicht möglich sein. Aber das ist das falsche Signal, mit Christoph Leitgeb über, also öffentlich noch über die Verlängerung von Christoph Leitgeb da zu reden. Also finde ich persönlich, meine Meinung. Also da, wenn Jugendweg, dann aber wirklich konkret. Wie gesagt, es müssen nicht lauter Junge sein, aber man muss sich schon überlegen, wirklich brauche ich einen Ü30-Kicker unbedingt, hilft er mir sportlich auch weiter, weil so ganz außer Acht darf man das auch nicht lassen, finde ich. Also nur, ja, nur jung ist natürlich nicht zielführend auf lange Sicht, aber nur mit, ja, extrem alt, jetzt im Fußballerverhältnis, bringt auch nicht viel, meiner Meinung nach. Also wie gesagt, da werden wir mal schauen, wie konkret das ist. Was mich ein bisschen gestört hat, oder was heißt ein bisschen, was mich schon gestört hat,
dass von der Spielphilosophie wieder mal eigentlich nichts zu hören war. Es könnte sein, vielleicht ist die Frage auch gestellt worden, ich muss dazu sagen, die Pressekonferenz, also ich habe sie bei YouTube angesehen, hat man ja schlecht verstanden, also die Fragesteller hat man alle nicht gehört. Man hat dann gehört, wie eben Jauch und auch Schicker da auf die Fragen eingegangen sind, konnte sich das Ganze dann zusammenreihen, aber man hat es halt sehr schlecht bis gar nicht verstanden, was für Fragen gestellt wurden. Deswegen, es könnte sein, vielleicht ist es vorgekommen. Ich habe persönlich nichts rausgehört von einer Spielphilosophie. Und da ist schon wieder der erste Punkt, weil das ist, glaube ich, wirklich, also man hat ja schon davon gesprochen, wenn ich mich nicht vertue, dass man schon quasi von der Jugend bis in die Kampfmannschaft, dass man doch einheitlich das Ganze gestalten möchte. Wie gesagt, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ohne Spielphilosophie wird das wohl nichts werden. Also ich denke da, wie gesagt, zum Beispiel an Ajax jetzt oder auch an Salzburg, wenn wir was Naheliegenderes nehmen, natürlich, da sind also das Vereine mit mehr Geld. Aber jetzt von der die Spielphilosophie zu entwickeln und die Mannschaft oder eben in den Verein zu integrieren, das ist jetzt, glaube ich, gar nicht so der ganz große Aufwand jetzt finanzieller Natur. Also das ist ja einfach nur ein Konzept eben von allen Abteilungen durch. Wäre auch für die jungen Spieler sicher sehr förderlich, wenn sie schon wissen, wie in der Kampfmannschaft gespielt wird. Gibt es jetzt wahrscheinlich auch, aber eben immer trainerabhängig. Und von dem muss man weg. Es wird ja auch, weil wir beim Thema Trainer sind, ja auch ewig viel spekuliert, was ich da für Namen höre. Pfeifenberger, Heimo Pfeifenberger. Bin ich mir sicher nur ein Gerücht. Kann ich mir, will ich mir nicht vorstellen. Andreas Herzog, ja, sportlich, okay. Hat er, ich glaube, er hat noch immer keinen einzigen Verein jetzt trainiert. Der war bis jetzt, glaube ich, noch nur Teamchef. Und das ist dann auch wieder, also wie gesagt, so ganz bin ich nicht experimentierfreudig. Ich hätte schon gerne einen Trainer, ich persönlich, der natürlich weiß, wie man mit Jungen umgeht, aber der schon ein bisschen Vereinserfahrung hat. Also das, glaube ich, wäre wichtig, eben auch, um etwas aufzubauen. Aber man darf nicht den Fehler machen und den Trainer dann wirklich wieder zum Allheilsbringer hoch erklären. Und der Trainer wird schon machen. Und wenn er es dann in den Sand setzt, dann ist er allein schuld und dann weg damit. Also das bei El Maestro war das teilweise zutreffend, auch zu Recht. Aber man muss sagen, das Missverständnis El Maestro wäre wohl auch nicht passiert, hätte man sich eine Spielphilosophie vorher zurechtgelegt und nach diesem Kriterium den Trainer ausgesucht. Ein großer Vorteil, wie gesagt, man muss dann auch nicht ewig suchen. Entweder du hast die Philosophie vorgegeben, der Trainer, der sich dann bei Sturm bewirbt oder bei Sturm im Gespräch ist und verhandelt, geht das mit oder nicht. Wenn nicht, baba, dann hat sich's erledigt. Also, und ich glaube, Sturm hätte da einfach mehr Vorteile. Aber das muss eben auch erarbeitet werden. Wie gesagt, sollte ich das einfach überhört haben, dann entschuldige ich mich an der Stelle. Ich habe es nicht gehört für meinen Teil. Und deswegen wäre das schon auch noch wichtig zu erwähnen, meiner Ansicht nach. Denn klar, Sturm ist ja nicht irgendwer. Und ich glaube, einfach auf langfristige Sicht würde der Verein davon mehr profitieren. Und auch die Fans, die hätten einfach eine Identifikation, nicht nur mit einzelnen Spielern. Das kann und wird wahrscheinlich jetzt wieder kommen. Also eben, wenn ich daran denke, ein Geierhofer, ein Trummer, die müssten eigentlich gesetzt für die neue Saison sein. Da gehe ich auch davon aus. Das ist schon ein bisschen identitätsstiftender, als wenn da jetzt, okay, nichts gegen jetzt den Spieler, aber als wenn da jetzt Donkor hinten drin steht. Zum Beispiel jetzt nur. Also von dem her, wie gesagt, es wird wohl in die Richtung gehen, dass es hoffentlich in die richtige Richtung gelenkt wird. Kein Stein sollte auf dem anderen bleiben. Das werden wir sehen. Das will ich jetzt nicht beurteilen. Ich will es auch nicht verteufeln. Und ich will auch schon gar keinem unterstellen, dass ich es nicht ernst meine. Aber wie gesagt, es muss auch umgesetzt werden. Ja, was den neuen Trainer angeht, das ist natürlich auch immer dann so eine Sache, wie gesagt, was willst du dann spielen? Ich persönlich finde, es wäre wichtig, sich das spielerische Konzept selber vorher zu überlegen und das Verein festzulegen und dann den Trainer auszusuchen, ob das dann am Ende Schopp ist oder, wen haben wir da noch gehört, im Buric beispielsweise, der war ja mal bei der Admira kurze Zeit, ja, oder dann, keine Ahnung, oder doch ein Pfeifenberger, Gott behüte, ja, ist dann alles vielleicht halb so wild, eben wenn ein Konzept vorgelegt ist. Ja, wie gesagt, also es wird interessant werden. Ich bin, wie gesagt, auch eigentlich, also ich war jetzt sowohl nach der Pressekonferenz eigentlich ja ganz, doch, ja, ganz euphorisch ist viel zu viel gesagt, aber schon guter Dinge, okay, weil einfach, ich habe schon lange, sagen wir so, ich habe lange keine Pressekonferenz mehr gehört, wo zumindest mal auf die offensichtlichen Dinge eingegangen wurden. Also so eine PK hätte es mit Franco Foda nie im Leben gegeben. Weil er einfach der Typ war, der sich immer vor die Mannschaft gestellt hat, logischerweise.
Da muss ich sagen, okay, jetzt man hat die Fehler angesprochen, man muss, aber wie gesagt, erstens ist man natürlich mit der Weisheit dann auch nicht am Ende, man muss jetzt aber eben Taten folgen lassen. Und an dem wird dann auch der Präsident und eigentlich alle, die in der sportlichen Verantwortung da sind, dann auch bei den Fans gemessen werden. Ich denke, der Weg ist der richtige, den man eingeschlagen hat, wenn man ihn konkret verfolgt und wenn man da auch wirklich dran bleibt. Natürlich sind die Fans gefordert. Ich glaube aber eigentlich nicht, dass das große Problem sein wird, dass die Fans jetzt sagen, nein, wir müssen in den Europacup, wir wollen das nicht, Blödsinn. Das wird, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, die Fans, die können damit leben, wenn man sportlich ein bisschen zurücksteckt, um eben dann etwas Nachhaltiges aufzubauen. Aber man muss klar, das haben ja auch die Verantwortlichen bei der PK gesagt, man muss eine Entwicklung erkennen können. Und das ist immer das, was eben auch in den letzten Jahren nicht passiert ist, gerade in den letzten zwei Spielzeiten. Relativ gut angefangen, ein halbwegs ordentlicher Herbst und dann im Frühjahr oder in der Meistergruppe ist die Kurve aber steil nach unten gegangen, egal ob das jetzt unter Melich war oder El Maestro oder wem auch immer. Und ja, da gilt es natürlich auch anzusetzen. Also man kann schon mit einem holprigen Start, wird man einfach leben können, wollen, müssen. Aber wie gesagt, wenn es auf lange Sicht dann wirklich was bringt, dass man eben wirklich Eigenbauspieler bei Sturm auf dem Platz sieht, dann nehmen die Fans das, glaube ich, gut in Kauf, weil dann bist du einfach wieder mit dem Herz ein bisschen mehr dabei. Und das hat einfach gefehlt. Also wie gesagt, ich finde es auch gut, dass man gesagt hat, die Mannschaft war keine Mannschaft. Man hat es ja auch gesehen, wie hätte man es wegdiskutieren sollen. Aber es gab Zeiten, da wurde für alles eine Ausrede gefunden. Und da finde ich es gut, dass man zumindest mal die offensichtlichen Dinge anspricht und eben nicht schönredet, weil mit dieser Schönrederei hat man sich viel kaputt gemacht, auch in den letzten Jahren. Auch interessanter Ansatz, Sturm müsse wieder sympathischer werden. Da ist ja schon was dran. Ich kann mir das schon vorstellen. Die Sponsoren werden im Moment jetzt auch nicht gerade in die Luft springen, wenn die Anfrage ist, ob sie nicht Sturm sponsern möchten. Also da ist schon klar, da ist der Mehrwert für die Sponsoren im Moment eher geringerer Natur und da muss Sturm wieder hinkommen. Und wie geht das? Klar, Identität wieder stiften und einfach, ja, weiterarbeiten, die richtigen Schlüsse aus dieser wirklich verkorksten Saison. Da gibt es für mich kaum positive Ansätze, außer dass gegen Ende zwangsläufig die Jungen ein bisschen mehr Einsatzzeit bekamen. Gab es fast nichts Positives für mich, jetzt über die gesamte Saison, einzelne Spieler jetzt mal ausgenommen. Und ja, da muss man ansetzen. Wie gesagt, ob das jetzt 2 oder 3 Jahre dauert, bis man dann wieder wirklich eine Europacup-taugliche Mannschaft auf dem Platz hat, wird man sehen. Ich persönlich wünsche mir einfach wieder ein bisschen mich begeistern zu können, auch so für Sturm auf dem Platz. Also das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Aspekt. Also das eine ist halt das ewige, langweilige Genudel, man kann es nicht mehr sehen. Auch das wurde bei der PK ein bisschen angesprochen, auch von Andreas Schicker. Okay, der mag zwar den schnellen Umschaltfußball, aber dass eben auch da ein bisschen paar Kombinationen rausgehauen werden müssen, ist jetzt oder sollten, du willst ja den Fans auch was zeigen. Ganz ehrlich, man bezahlt ja nicht so wenig Geld über die Saison und ein bisschen was Ansehnliches. Keiner erwartet sich Zauberfußball à la Tiki-Taka Barcelona, aber bisschen was, wo man sagt, aha, na schaut, das war doch jetzt schön, das kann man sich erwarten und das ist auch möglich. Und wie gesagt, Sturm, das will ich nochmal ganz klar betonen an der Stelle, Sturm hat extrem hohes Potenzial, finde ich, auch fantechnischer Seite. Und da wird noch lange nicht, da wird maximal an der Oberfläche gekratzt. Und wie gesagt, das eine ist das Sportliche, das andere ist auch, wie kann der Verein ja sich selber einfach ja wieder so ein bisschen in den Mittelpunkt positiv rücken. Und da geht es jetzt nicht nur darum, ob die Ergebnisse passen, einfach wenn man einen Spielstil entwickelt, für den Sturm steht, wo man weiß, okay, das sind die Schwarzen, das ist Sturm, Catcher, dann glaube ich, dann hat man auch ja, bei der Masse, sage ich jetzt mal, wieder einen Stein im Brett und die Leute kommen dann auch gerne spontan mal, weil man muss ja auch sagen, die, was immer gehen, sind sowieso, der harte Kern ist ja immer dabei. Aber es gibt eben viele, die gehen da einfach mal spontan hin, wenn es gerade passt. Okay, und auch die musst du ins Boot holen und ich glaube, wenn die wissen, okay, bei Sturm, da geht immer irgendwas, also wenn ich mir zum Beispiel jetzt angesehen habe, vor kurzem, da gab es ja das Nachholspiel zwischen Hartberg und WAC, da das 3-3 zehnmal unterhaltsamer wie die Dreiviertel der Saison bei uns, spielerisch. Ohne dass das Übermannschaften sind, aber ihr wisst, was ich meine. Ein bisschen muss man den Fans auch bieten und nicht nur eben verlangen, ja blind, kauft Abos, wird ja eher aus Treue sowieso bei vielen gemacht. Aber ja, wie gesagt, es muss auch ein bisschen was zurückkommen und da finde ich, ist es der richtige Ansatz. Wie gesagt, wenn die Ergebnisse nicht so rosig sind, man wird damit leben können. Rapid oder Austria haben es ja vorgemacht, die hatten alle eine Seuchensaison.
Austria eher heuer. Ja, und in Wirklichkeit werden sie wahrscheinlich auch gestört. Bei Rapid hat man es ja schon gesehen eben. Die sind da, die haben jetzt wieder angegriffen oben und es kann dann auch schnell gehen. Wie gesagt, bei Sturm sind die Ressourcen gut. Man will es quasi auch, was ja ein Vorteil ist, man muss den Umbruch nicht machen, man macht ihn ja bewusst. Also man ist ja nicht in der sportlichen Phase wie damals nach dem Konkursverfahren, wo man ja dann zwangsläufig Jüngere einbauen musste, weil das Geld nicht da war. Ein bisschen Geld ist ja vorhanden, deswegen Sturm hat da alle Möglichkeiten. Und wenn man sich dran hält, ganz, ganz wichtig noch, eben das spielerische Konzept, das muss kommen. Ohne, glaube ich, wird das wieder so ein Himmelsfahrtskommando, wo du nicht ganz weißt, wie das dann geht. Denn wie gesagt, wenn ein Trainer scheitert, und der Nächste hat wieder komplett andere Ideen, ja dann musst du dir schon auch in den Kopf fassen und sagen, okay, dann braucht es Vorgaben vom Verein. So, von dem her, seid ihr mir nicht böse, dass das Video ein bisschen länger geworden ist als üblich. Ihr schreibt mir natürlich gerne in die Kommentare, was ihr zu dieser Pressekonferenz sagt. Was sagt ihr übrigens auch zu der Kooperation mit Karpfenberg? Für uns finde ich es eine tolle Sache, weil viele junge Spieler Einsatzzeit bekommen. Es wurde ja auch ausgemacht, dass ein paar Karpfenberger quasi, die für die zweite Liga, Karpfenberg spielt ja zweite Liga noch für die zweite Liga nicht ganz, noch reif genug sind, dass die auch in unserer Regionalliga-Mannschaft dann bei den Amateuren Einsatzzeit bekommen. Und wenn sie gut sind, würden wir sie ja sowieso holen. Von dem Win-Win-Situation für Sturm würde ich mal behaupten. Also, schreibt mir wie gesagt eure Meinung in die Kommentare und wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal hier bei TheLensTV. In diesem Sinne, euer Elias. Auf die Schwarzen natürlich. Hoffen wir das Beste und bis dann. Ciao, ciao.